Man kennt mich unter vielen Namen. Kriegerkralle. El Macho Gato. El Leche Flüsterer. Ich bin der gestiefelte Kater. Heilige Guacamole. So, schieß mich auf. Und der Rest von euch spielte doppelt schnell. Hey, Reset! Hey, willst du was Cooles sehen? Gracias, ihr wart ein tolles Publikum. Komm ich schon nach Hause. Gute Nacht! Ihr seid noch da? Na schön, na schön. Noch eine Nummer. Ich nenne den Song Die Legende wird niemals sterben. Ich habe schlechte Nachrichten. Du bist gestorben. Doktor. Entspann dich. Ich bin der gestiefelte Kater. Ich habe neun Leben. Und wie oft bist du bereits gestorben? Ich bin nicht so der Mathe-Krack. Hola, Señorita. Mögen Sie Gaspacho? Sind da Schalen, die da drin? Eine Kasse landet immer auf ihren Füßen. Sieh mal! Ja! Und dann noch der Riese heute. Wie oft ist das? Vier? Das macht acht, Kater. Was wünschst du dir für dein letztes Leben? Wenn man nur ein Leben hat, ist das Leben was Besonderes. Fahr los, Perro! Fürchte mich, wenn du dich traust. Goldlockchen und die drei Barren, ganze Familie. Eigentlich müsstest du tot sein. Immer das Gleiche. Wenn ich mich mit dir zusammentue, geht was schief. Vertrau mir. Du musst ihm vertrauen, sieh dir die Augen an. Das nennst du süß? Und die Pfötchen, das ist alles so. Oh. Mach ich das so richtig? Hör auf, nicht, dass noch was platzt. Ich kann im Stehen pinkeln. Wow, super. Oskar sitzt. Oskar! Der ist oben. Der braucht immer so lange. Oskar! Papa? Was machst du denn da? Hab dich lieb. Ciao. Ich will jeden Tag mit denen telefonieren. Alles organisiert. Was? Ich heiße nicht Oskar. Hä? Ich heiße Lilly. Das bin ich. Wenn Sie mir jetzt sagen, dass mein Sohn schwul ist, dann werfe ich einen Stuhl durchs Fenster. Nein, ich glaube nicht, dass Ihr Sohn schwul ist. Okay. Ich glaube, dass Ihr Sohn ein Mädchen ist. Ich wusste, dass du ausflippst. Deshalb habe ich nichts gesagt. Lass uns das bitte nicht verkacken. Alles gut? Alles super. Mein Freund, dein Junge trägt ein Kleid. Spiele ich überhaupt noch eine Rolle für dich in dieser Familie? Fang mal an, sie zu sehen, wie sie wirklich ist. Was ist los mit dieser Familie? Oskar ist jetzt ein Mädchen. Na, schau. Hast du schon mal gemerkt, wie mutig dieses Kind ist? Alle streiten wegen mir, weil ich so bin. Es ist ihm nicht immer leicht, etwas Besonderes zu sein. Oskar braucht kein Kleid, der braucht seinen Vater. Na komm, komm sie nicht hoch! Oskar, hast du vor? Braucht heute ewig. Frauen! Okay. Viele ihrer Kritiker sagen, dass ihre Musik nicht schwarz genug ist. Wer sagt das? Das ist Quatsch. Und es macht mich wütend, weil es gehässig ist und haltlos obendrein. Mein ganzes Leben lang, sie ist nicht schwarz genug, sie ist nicht weiß genug. Wie wär's mit, sie ist nicht gehorsam genug? Wie wär's mit, sie ist nicht ängstlich genug? Musik hat keine Farbe, sie kennt keine Grenzen. Ich singe, was ich singen will, bin, wie ich sein will und erreiche so viele Menschen, wie ich kann. Niemand ist wie du. Du kannst singen.
Whitney, du bist Daddys Prinzessin. Wir bauen hier etwas auf, also sing einfach weiter. Daddy, mein Geld. Ich hab dir vertraut. Du solltest auf mich aufpassen. Wir zwei verbringen viel Zeit zusammen. Das schadet der Marke. Seit wann ist ein kleines Mädchen eine Marke? Das ist mir entgangen. Mach dir keinen Kopf deswegen. Du bist Whitney Houston. Wie war es, diese Liebe? Millionen von Menschen. Das beste Gefühl, das ich je hatte. Ich würde Ihnen gern jemanden vorstellen. Er stammt aus Angoulême. Nun ja. Lucien de Rubempré. Stets zu Ihren Diensten. Die Poesie ist ihm etwas Heiliges. Eine Art intime Religion fast. Wie töricht es war, zusammen wegzugehen. Paris. Ich brauche Arbeit, Monsieur. Ich habe großen Respekt vor dem Beruf des Journalisten. Und was für ein Beruf, glaubst du, ist das? Sie erklären den Leuten die Kunst. Die Welt. Meine Aufgabe ist es, die Aktionäre der Zeitung reich zu machen. Unsere redaktionelle Linie ist einfach. Wir werden alles für wahr halten, was wahrscheinlich ist. Na, das siehst du. Dafür hat er zu viel Ehre. Glauben Sie? Die Machenschaften, das endlose Palaver, der Klatsch, das ist nur Lärm, heiße Luft. Man muss lernen, es als ein Spiel zu begreifen. Alles um ihn herum ist verdorben. Wir müssen für die Schönheit kämpfen. Im Namen des bösen Glaubens, des falschen Gerüchtes und der heiligen Werbeanzeige taufe ich dich hiermit zum Journalisten. Der Mistkerl hat uns verraten. Er muss wissen. Setzen wir da an, wo es wehtut. Es ist zu spät, um Angst zu haben. Ist es zutreffend, dass Sie jemanden zum Geständnis verleitet haben durch nicht mehr als einen stechenden Blick von ihm? Wenn man geduldig genug ist, neigen Verdächtige dazu, sich selbst zu verhören. Detective Landor, einer unserer Kadetten. Er hat sich selbst erhängt, letzte Nacht. Ist ein Fall für den Coroner. Das war leider noch nicht alles. Sein Herz wurde aus seiner Brust herausgeschnitten. Was für ein Mensch könnte das tun? Er ist vermutlich ein Verrückter. Ich möchte, dass Sie das entschlüsseln. Wer die Anweisungen befolgt, erlangt Unsterblichkeit. Ist da jemand? Es ist noch ein Kadett verschwunden. Poe, infiltrieren Sie die Kadetten. Was ist das? Blut? Symbole, Rituale. Oh mein Gott. Ein Mensch würde fast alles tun, um dem Tod zu entkommen. Wo sind die Fakten? Wo sind die einfachen Fakten? Die Wahrheit! Bisweilen glaube ich, dass die Toten uns heimsuchen, weil wir sie nicht genug lieben. Captain! Hier oben! Wir stehen nicht kürzer davor, den Verantwortlichen dafür zu finden, als vor einem Monat. Stehen wir.
Es ist nur eine Frage der Zeit.